Oh, und das nächste Schiff. Ein... Ja, jetzt Attacke! Komm, wir machen mal ein paar Seeschlachten. Das haben wir eigentlich noch gar nicht so richtig gemacht. Oh, auch du bist gleich weg. So, sehr nice. Okay, so kriegt man anscheinend auch sehr viel Holz. Das heißt, wir könnten auch mal... Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes im Horizont. Ja. Verstärkt euch! Beeilt euch! Komm, wir rammen hier einfach mal volle Kanne durch. So. Au, diese Breitseite haben wir jetzt abgekriegt. Oh, volle Kanne. So, und Vollgas! Und durch den Meter. Sehr geil. Alter, das gibt ja richtig Drachen und Olivenholz. Alter. Total geil. Die roten sind Sparta, ja? Das kleine da, was ist das? Ja, ich sehe das schon. Was ist denn das Kleine hier? Bereit zum Feuer! Es ist nur ein Handelsschiff, Kapitän. Keine Bedrohung. Erhöht das Tempo! Ist egal. Volle Geschwindigkeit! Oben schützen! Alle seid bereit! Okay, das gab jetzt doch nicht so eine große Belohnung. Wo ist eigentlich unsere Hauptquest gerade im Moment? Familienwerte? Nein. Oh, wir sind schon so weit runter. Sind wir echt an Lokris? Warte mal, ich muss mal ganz kurz in... erweckte Erinnerung. Deserteur traulich. Prinz von Persien, das ist, glaube ich, noch eine alte Quest. Hatten wir nicht Truhen und Ruhm, plündere spartanische Staatsschätze? Nee, das ist es auch nicht. Hatten wir nicht irgendeine Quest angenommen? Nicht, nee. Gut, auf jeden Fall da in der Richtung sollen wir hin und wir könnten theoretisch... Bögen bereit machen! Bogenschützen! Vor! Schieß! Wie kann ich denn die anderen Speere ein... Schützen! Auf Position! Warte mal, das will ich mal wissen. Wie kann ich eigentlich die anderen schießen lassen? Schiff. Wir haben ja einmal Pfeil und Bogen, einmal das hier. Drücke RT, drücke oder halte RT, um zu werfen. Ah, okay, das habe ich vorher noch gar nicht gewusst. Gut, dann würde ich einfach mal dahin segeln und dann gucken wir mal, was da so alles Schönes passiert, ja? Wenn wir denn irgendwann da sind. Was ist das? Versunkener Tempel der Aphrodite. Bruder, bereit machen! Da ist der Schatz. Was ist das hier? Haie? Ja, ja. Komm, wir nehmen mal den versunkenen Schatz der Aphrodite mit.
So. Der Kapitän ist nicht mehr am Steuer. Ja, genau. Unter Wasser kann ich ja nicht schießen, ne? Warte mal, da muss ich die Haie. Genau so. So, der ist weg. Ah, warte, 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 haben wir gleich. Ah, Mann, Mist. Mit Controller zu zielen ist manchmal gar nicht so einfach. So, jetzt haben wir getroffen, auf jeden Fall. Was? Nicht, okay. So, der ist schon mal weg. Lass doch genau den los, wenn das so schon so auffloppt, dass ich ihn treffen würde. Nicht, okay. Gut, ich glaube, wir können jetzt runtertauchen. Ansonsten, ansonsten müssen wir halt mit dem Schwert. Wir können ja auch immerhin noch mit dem Schwert. So, ein Schatz hier. Versunkener Tempel der Aphrodite. So, okay, Spurenleser-Handschuh. Yay! Da ist unser lieber Hai. So, schwimmen wir mal hin, meine liebe Cassandra. So. So, Kommando übernehmen und Vollgas. Ja. So, 4000 Meter. Okay, das ist natürlich eine kleine Strecke. Da vorne können wir auch anlegen. Wo sind wir eigentlich gerade? Euboja und Adressia, ja? Da müssen wir ja hin. Quatsch. Wir sollen ja nach. Du weißt schon, wo wir hin müssen. Okay. Hier ist also anscheinend, glaube ich jedenfalls, ist hier das Levelgebiet 14-16. 14-16, wir sind ja gerade 14. So, hier werden wir aber noch nicht anlegen. Wir segeln noch eine ganze Weile weiter. Oh, wir haben noch einen Fähigkeitspunkt, den wir noch nicht ausgegeben haben. Was? Alter, hier, Reisegeschwindigkeit. Geht das eigentlich wie beim Pferd? Nee, nee. Die Bucht von Marathon liegt vor uns. Die Schlacht, in der eine Handvoll Athener die erste persische Invasion zurückschlug. Der große Themistokles, König Dareios von Persien. Weiß nicht. Der Ort, wo der große Theseus den kretischen Stier erschlug. Oh, das Marathon. Ja, ihr seid hoffentlich. Bruder in Trotter, bewaffnet euch! Ja. So, und Vollgas. Entern einleiten, so. Boah, wie weit die erste noch vorschwimmen. Oh, da scheint ein ziemlich großes Tier mit dabei zu sein. Oh, ich. Oh! Haben wir einfach mal ein Wasser gekickt. Auch nice. Du
No! Okay, und da vorne noch den, ja? So, gut. Was ist eigentlich mit den Typen, den wir vorher versenkt haben? Warte, ich will noch den Schatz plündern. So. Sehr gut. Oh oh. So, jetzt aber. Oh, frontal. Aua. Ja, nein, wir kollidieren jetzt und zack. Oh oh, aua. Oh oh, wir sind gleich kaputt. So. Okay, da vorne schießen direkt kann ich nicht. So, wir werden die aber jetzt rammen gleich. So, jetzt. Attacke! Haltet das Tempo! Oh, die wollen abhauen. So, und Enter einleiten. Aus den Augen, aus den ich hab doch schon Enter eingeleitet. Okay, jetzt geht's. So. Okay, unsere Mannschaft ist echt stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, dann plündern wir einfach schon mal einen Schatz. Achso, nee, ich muss erstmal. Gut. Okay, geht immer noch nicht. Könnt ihr hier nie mehr hochgeklettert? Gut. So. Das haben wir auch erledigt. Warte mal, wir könnten theoretisch mal in Sachen Schiff reingucken. Guck mal, wir könnten hier auch den Schiffszustand, Schiffspanzerung, drei Bootsleute. Das könnte man theoretisch auch mal verbessern. Also wieder einmal verbessern, dann haben wir jetzt nämlich noch einen mehr. Und wir haben zurzeit nur den, also können wir den zuweisen. So. Gut. Kapitän, wir haben auf dich gewartet. So, können wir noch schön was einsammeln. Das ist auch sehr nice. So, wo müssen wir hin? Wir müssen nach da, ja? Erhöht das Tempo! So, nach da hinten müssen wir hin. Haben wir ein bisschen Piraten abgeschlachtet. Das ist okay, denke ich. Gut. Dann hoffen wir mal, dass wir endlich mal nach unserer Insel da kommen. Vielleicht sehen wir ja noch ein paar Piraten unterwegs.
Eine Seefahrt, die ist schön, eine Seefahrt, die ist lustig. Schade, dass die nicht weiter segeln. Ich kann mich ganz vorne oder sowas hinstellen. Das wäre eigentlich ganz nett. Oh, das ist auch ein ziemlich großes Schiff, oder? Oder ist das ein Frack? Könnte auch ein Frack sein. Da vorne sind sehr viele Spartiaten. Natürlich könnte man die auch plündern, ausrauben. Hast du nicht gesehen? Ich wollte dich schon lange etwas fragen. Oh. Was denn? Dein Speer. Wie hast du ihn gefunden? Mutter sagte, die Spartaner hätten ihn von der Schlacht bei den Thermopylen zurückgebracht. Warum ihn ihr zurückbringen? Leonidas war ihr Vater. Unglaublich. Der Speer schenkt dir Visionen. Vielleicht will er dich führen, wie einen Weg zeigen. Nur noch. Er hilft mir in der Schlacht. Wie genau? Ich kann es kaum beschreiben. Als kenne ich die nächste Aktion meines Gegners, schon bevor sie passiert. Faszinierend. Okay. Das ist wirklich außergewöhnlich. Wir nähern uns der Insel an, Cassandra. Ja! Dort kann man das Grab des größten Myrmidonen, Achilleus, sehen. Achilleus? So, Findum betritt das mysteriöse Bauwerk. Machen wir gleich. Wir legen mal hier ganz fröhlich an. Ist hier ja mal auch noch eine Auftragstafel, was wir hier auch noch alles so Schönes machen können. Kopfgeld fürs Handelsschiff. Okay. Aber machen wir jetzt nicht. So. Oh. Eine Wildschweinefamilie. Wieder Eber. Boah, deswegen bin ich ja bestimmt hier nicht auf der Insel. Da wäre ich. Gut. Hier ist wieder ein Andros. Hier ist wieder ein goldenes Fragezeichen. Ist das diese Ecke hier? Okay, ist wirklich eine relativ kleine Insel, ja? Tut uns anscheinend nichts, außer wenn wir jetzt wirklich wahrscheinlich zu nah kommen. Na, dann haut er ab. Aua! Au, ich steh auf. Weggeritten! Oder noch ein zweiter. So, und einmal wegtreten in euren Eber. So, gib mal dein weiches Leder bitte, danke. Dir, okay, du hast nichts mehr. Gut, dann gehen wir mal da runter. Was ist das hier? Oh, hier ist noch was. Ist das eine Tür? So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Okay. Wie kommt man da nur rein? Ich frage mich, ob... Der Speer? Schnee? Zögern, bringst du dich nur schneller. Ins Grab. Ich weiß, Martha. Du wirst immer besser. Und dein Wille ist stark. Doch du handelst nicht. Das wollte ich ja. Ich weiß. Aber es sind die Augenblicke dazwischen, die entscheidend sind. Du bist dran. Leonidas Speer. Du bist jetzt alt genug. Der Speer meines Vaters bringt eine Bürde mit sich, aber du bist bereit. Gespürt. Ja? Der Speer ist voller Magie. Er entstammt einer Dynastie der Macht.
Eine Linie von bedeutenden Helden desselben Blutes, das in deinen und meinen Adern fließt. In unserer Familie. In uns allen? Denk an Leonidas. Er hatte sehr viel Mut. Und er hat ein großes Opfer gebracht. Sein Blut ist dein Blut. Und auch seine Kraft. Wir sind in der Lage, bestimmte Dinge um uns herum wahrzunehmen. Das ist die Gabe unserer Familie. Aber das kann nicht jeder verstehen. Manche erkennen die Macht, die wir in uns tragen, und wollen sie nur für sich. Sie werden versuchen, sie uns zu nehmen. Das lasse ich nicht zu. Ich weiß. Du bist eine Kriegerin. Wenn wir weitergehen, immer weitergehen, sind wir unbesiegbar. Ein Sturm zieht auf. Dann sollten wir jetzt vielleicht weitergehen. Okay. Hier sind also auch die Nachfahren von Leonidas, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Martha, ich habe dich nicht vergessen. Bei den Göttern. Wer hat all das erbaut? Okay, Erkundungsgebiet, uralte Schmiede. Ich würde aber sagen, nicht, dass die Folgen wieder zu lang werden. Und ja, wir machen an dieser Stelle erstmal eine ganz kleine Pause und in der nächsten Folge erkunden wir dann quasi die uralte Schmiede. Ja, ich freue mich darauf und bis zum nächsten Mal. Euer Bumble, haut rein, tschüss. The gods have spoken. You shall never leave this island that you call home. You shall never step foot out of your own village to dare and travel the world. You shall live a small, tedious life in the comfort of your home. After all, for every hero, the world needs cowards like yourself. For your entire existence, you shall never have to face danger, to fight for your own life. Nor will you know courage, boldness, or bravery. And in the end, alone, you shall vanish. Forgotten for eternity. That is the will of the gods, and your destiny shall be fulfilled.